Insektengedenkfest den Bussarden gute Nahrungsmöglichkeiten bieten. Dieser hier ist außerdem ein Jungtier. Wieso sollte er weiter nach Norden fliegen, wenn er auch hier alles haben kann? Ting Hong findet heraus, dass im Sommer noch weitere Graugesichtsbussarde in Taiwan gesichtet wurden. Fasziniert von dieser Erkenntnis begibt er sich mit seinen Beobachtungen zu Dr. Wang. Wir haben Daten von Taiwan Nummer 1. Einiges ist äußerst interessant. Als er den Berg Bagua verließ, blieb er in Taipeh und Nord-Taiwan. Ich schließe nicht aus, dass der Graugesichtsbussard ein Standvogel in Taiwan wird. Bislang gibt es zwei Greifvogelarten, die in Taiwan brüten. Den Schopfwespenbussard, der früher ein Zugvogel war, und den Gleitaar, der früher verbreitet an der chinesischen Küste zu finden war. Ting Hong verfolgt die Bewegungen der vier im Oktober markierten Bussarde sehr gewissenhaft. Wöchentlich lädt er die neuesten Daten der Sender herunter. Taiwan Nummer 2 bis Nummer 5 haben die Insel wie erwartet verlassen, aber ich habe die Signale von Nummer 2 und Nummer 3 verloren, als sie den Bashi-Kanal überquerten. Nummer 4 blieb bis Ende November im Norden der Insel Luzon auf den Philippinen, bis wir sein Signal verloren. Nummer 5 flog hinunter über Luzon zur Insel Mindanao. Wir nehmen an, dass er dort überwintert. Ich hoffe, dass das Signal bis zur Frühlingswanderung Richtung Norden sendet. Über den Winter gingen die Signale von 3 der 4 Bussarde verloren. Der Grund dafür könnten technische Probleme sein oder dass den 3 Bussarden etwas zugestoßen ist. Da sich nun nur noch Taiwan Nummer 5 bei seiner Rückkehr Richtung Norden verfolgen ließe, hofft Ching Hong, dass das Signal lange genug sendet, um Daten von dem Tier zu liefern. Wieder einmal hält der Frühling Einzug in Taiwan. Die Einheimischen sind wieder auf den Friedhöfen am Berg Bagua und bereiten das Totengedenkfest vor. Wieder einmal fliegen die Graugesichtsbussarde Richtung Norden zu ihren Brutplätzen. Greifvogelforscher Li Jinghong erwartet gespannt Taiwan Nummer 5, der sich unter den Scharen befinden müsste, die am Berg Bagua eintreffen. Doch wird es der Vogel überhaupt bis Taiwan schaffen? Wie auch die Herbstwanderung südwärts in Kenting, zieht die Bewegung der Zugvögel nach Norden im Frühjahr jede Menge Vogelbeobachter an. Manche kommen von weit her, um das Spektakel mitzuerleben. Unweit der Festveranstaltungen schaut Ching Hong nach Xiao Hui. Der Vogel hat genug an Gewicht zugelegt, sodass Ching Hong glaubt, dass er sich der Frühlingswanderung nach Norden anschließen kann. Es ist sehr spannend, dabei zu sein, wenn ein vorher verletzter Vogel wieder in die freie Wildbahn entlassen wird. Als er sich umdrehte, um nach mir zu schauen, war ich überrascht und gerührt. Ich wollte ihn nicht ziehen lassen, doch ich hatte immer gehofft, er würde in die Wildnis zurückkehren. Nach der Freilassung von Xiao Hui konzentriert sich Ching Hong nun auf den Verbleib von Taiwan Nummer 5. Er hofft, dass der Sender des Bussards lange genug intakt bleibt, um ihn über Taiwan ausfindig zu machen. Taiwan Nummer 5 ist auf seinem Weg nach Norden über die Philippinen von Insel zu Insel geflogen. Gestern war er im Norden Panays. Ching stellt eine Verbindung her, um den aktuellen Aufenthaltsort des Vogels zu bestimmen. Heute habe ich kein Signal erhalten. Das macht mir etwas Sorgen. Der Ausfall des Signals könnte aber mit dem Wetter zusammenhängen. Weitere Tage vergehen, ohne dass Ching Hong Signale von Taiwan Nummer 5 erhält. Er befürchtet, dass der Vogel den Tücken der ostasiatisch-ozeanischen Zugstraße zum Opfer gefallen ist. Der Verlust von Taiwan Nummer 5 ist für Ching Hong ein weiterer Rückschlag. Doch es gibt noch genügend nützliche Arbeit zu tun. Ching Hong hat eine letzte Option, die Vögel auf ihrer Route durch Taiwan zu verfolgen. Diesmal braucht er dazu keine Sender.
Professor Sun kann die Bussard-Wanderung über einen Wetterradar verfolgen. Ching Hong kann ihnen dann mit einem Ultraleichtflugzeug in der Luft folgen. Doch der Wetterradar ist nur bedingt zuverlässig. Manchmal verschwinden die Bussarde. Es gibt Lücken bei der Ortung mit dem Wetterradar. Wenn die Graugesichtsbussarde über Tainan und Chai in der Chainan-Ebene und dem Gebiet um Qigu fliegen, dann durchqueren sie genau diese Lücken. Doch Ching Hong kann ihnen mit dem Ultraleichtflugzeug folgen. In der Morgendämmerung wartet er auf Dr. Suns Anweisungen. Ching Hong kann starten, sobald Sun die Vögel geortet hat. Ching Hong, Sie kommen. Ja, gut. Als sie sich dem Gebiet nähern, in dem sich die Bussarde aufhalten sollen, sucht Ching Hong den Luftraum um das Flugzeug ab. Schließlich kann er sie zusammen mit anderen Greifvögeln ausfindig machen. Zum ersten Mal kann Ching Hong mit den Bussarden auf ihrer halbjährlichen Wanderung durch Taiwan segeln. Aus dieser Perspektive kann Ching Hong ihr Flugverhalten aus nächster Nähe beobachten. Mit dem Ultraleichtflugzeug konnten wir herausfinden, dass sich Geschwindigkeit, Flughöhe und Flugverhalten der Bussarde zwischen Ebene und Bergregionen unterscheiden. In hügeligem Gelände nutzen sie Luftströmungen, um auf- und abwärts zu gleiten. Dadurch sparen sie Energie. Wenn sie über die Ebenen fliegen, schlagen sie kontinuierlich mit den Flügeln. Es war ein langes und schwieriges Jahr, sowohl für den Graugesichtsbussard als auch Ching Hong. Zumindest aber hat er wertvolle Einblicke in ihre unglaubliche Reise gewinnen können. Die Zugvogelwanderung ist zeitlos. Die Routen sind über Jahrtausende entstanden. Die Vögel geben ihre Geheimnisse nicht einfach preis. Ich hatte das Glück, einige von ihnen zu lüften. Noch viele Jahre Forschungsarbeit werden nötig sein, bis ein vollständiges Bild gezeichnet werden kann. Für Li Jinghong hat sich die Arbeit gelohnt. Es ist ein Segen für Taiwan, dass sich hier solche ehrfurchtgebietenden Naturereignisse abspielen. Mit diesem Segen geht die Verantwortung einher, sicherzustellen, dass diese stattlichen Tiere Taiwan sicher auf ihrem Weg in andere Länder durchqueren können. Die Zugvögelwanderung verbindet auf natürliche Weise Völker und Kontinente. Und es liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller Menschen, dass das so bleibt. Zumindest für den Moment lassen uns die Natur und der Grabgreifvogel mit einigen ungelösten Rätseln zurück.